Sie werden in der Pause oder auch schon gleich nach dem Vortrag von Rebecca Lieb schon in Gespräche eingetaucht sein, das für und wieder diskutiert haben. Und ich stand gleich danach mit Dr. Bieber zusammen. Vielleicht kommen Sie gleich rauf, denn die eine Fragestellung, muss das denn unbedingt Google sein, die uns irgendwie anleiten oder die uns irgendwie diese Cloud zur Verfügung stellen? Soll ich da jetzt wirklich irgendwie immer nur bei denen zurückgreifen? Und dazu hatte Dr. Bieber gleich ein paar Hinweise mir gegeben, wo ich dachte, die möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, denn es ist nicht nur Google, die daran arbeiten, es ist nicht nur die Datenkrake, die darüber sich Gedanken macht, sondern. Ich schließe mal nicht direkt Nee, an, brauchen Sie nicht, das ist auch eine Frechheit eigentlich. weil die Diskussion, die wir gerade eben geführt haben, hat ja nochmal gezeigt, wie wichtig die Frage ist, eben sich zu überlegen, welche Art von Bildung brauchen wir, um uns in dieser Gesellschaft, die dann entsteht und die uns dieses Werbevideo ein deutliches Stück auch gezeigt hat. Und wenn ich den Teil der Schule mal ausblende, dann ist genau dieser Teil der Gesellschaft, für die wir unsere Kinder und Jugendlichen vorbereiten müssen, genau die Frage, welche Art von Bildung brauchen wir? Und unter anderem auch, aufgrund der Kommerzialisierungssituation, die wir haben, mit Google, mit Apple, mit Microsoft, die alle Angebote in diesem Feld machen, das ist nicht nur Google, ist die Frage, was bietet der öffentliche Raum für Bildung an? Und spätestens, muss man sagen, seit der Diskussion um die Strategie der KMK, gibt es eben auch im öffentlichen Bereich Diskussionen über die Frage, welche Art von Cloud-Systemen zum Beispiel sollen für Schulen zur Verfügung stehen. Im Augenblick gibt es Länderinitiativen, soweit ich weiß, in einzelnen Bundesländern. Es gibt aber auch zum Beispiel die Initiative des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, eine Schulcloud für die Bundesrepublik, jedenfalls das war mal so ihre Grundidee, zu entwerfen. Es gibt da auch tatsächliche Arbeiten. Das heißt also, dieses Feld ist tatsächlich in berechtigter Diskussion. Meine Position ist da relativ einfach. Ich persönlich würde immer dafür tendieren, dieses nicht an ein kommerzielles Unternehmen abzugeben, sondern die Daten, die sich nämlich damit verbinden. Es ist nicht nur die Information, die dort liegt, sondern auch die Daten über alle Lernenden, die da drin sind, im öffentlichen Raum zu belassen. Insofern ist ein Plädoyer für so eine Art von Schulcloud im öffentlichen Raum innerhalb Deutschlands, glaube ich, aus meiner Sicht richtig und wichtig. Und vielleicht können wir dann schon auf der nächsten Tagung darüber genau berichten, wie es dann aussehen könnte. Aber wie gesagt, dazu kann ich im Augenblick leider noch keine Auskunft geben. Ich wollte das nur noch mal mit einwerfen, weil genau das, was vorhin angesprochen wurde, ist genau Diskussionsraum tatsächlich auch auf allen möglichen Ebenen in Deutschland. Das einfach nur ganz kurz. Vielen Das Dank. dachte ich, können Sie wissen, dass da auch wissenschaftliche Einrichtungen inzwischen dran sind, sich um Ihre Sorgen Gedanken zu machen oder um die Herausforderungen, vor denen Sie stehen. Herausforderungen, ja, da sind wir schon wieder gleich mittendrin. Wir möchten Ihnen gerne Professor Dr. Andreas Breiter vorstellen. Der lehrt angewandte Informatik an der Uni Bremen, ist wissenschaftlicher Direktor des IFIP, des Instituts für Informationsmanagement in Bremen. Und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, in der besten aller Welten sind Schulen natürlich sensationell ausgestattet. Irgendjemand wird diese ganzen Glasflächen auch putzen müssen, aber das ist nochmal eine andere Frage. Und die gesamten Kollegien, die sind auch total kompetent, medienkompetent, die sind technikkompetent, die kennen sich damit exzellent aus. Und wenn das so ist, dann ist das auf dieser Seite schon mal eine schöne Welt. Und trotzdem lauern auch in der tatsächlich professionellen Nutzung Gefahren, über die sich Professor Breiter intensiv Gedanken gemacht hat. Digitalisierung in der Bildung zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie bitte nicht Ihren Arzt, sondern Professor Dr. Andreas Breiter. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Das ist ja eine Steilvorlage, die deutsche Bildungscloud im Bildungsföderalismus. Da schauen wir mal, wie weit das führt. Und Risiken und Nebenwirkungen. Ich will versuchen, in den nächsten 50 Minuten, in der nächsten Stunde ein bisschen was aus meiner Sicht dazu beizutragen, vielleicht auch die Diskussion im Anschluss dazu ein wenig anzuregen und hoffe darauf, dass Sie mich sozusagen durch diese Präsentation ein Stück folgen. Es wird analog sein, aber es wird auch digital sein und es wird nicht so sein, wie Sie es schon erlebt haben, sondern wir machen gleich disruptive Innovationen und Sie können sich jetzt schon Gedanken dazu machen, dass Sie irgendwann Ihr mobiles Endgerät nutzen können, wenn Sie das wollen und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Digitale Spaltung durch digitale Bildung. Sie sehen schon, ich habe zwei Anführungszeichen gemacht oder das in Klammern gesetzt mit der digitalen Bildung. Da will ich auf jeden Fall noch ein paar Worte zu sagen, wie digital Bildung eigentlich ist.
Ich komme von der Uni Bremen, noch eine Exzellenzuniversität. Das wissen wir morgen, ob das so bleibt oder bleiben kann. Wir hoffen darauf, für so ein kleines Bundesland ist das was ganz Besonderes. Und vom IFIB, und das nur zwei Sätze dazu, ist eine typische Bremensie, nennen wir das, also eine bremische Spezialität, weil wir ein Haushaltsnotstandsland sind. Insofern für die, die aus den reichen Ländern kommen, aus den Transferländern, herzlichen Dank, dass Sie einen Teil meines Gehaltes bezahlen. Das freut mich immer wieder. Und als Haushaltsnotstandsland hat Bremen kein Geld für die Wissenschaft gehabt und hat dann gedacht, aber es gibt ja Wirtschaft. Und deswegen gründen wir Forschungseinrichtungen als GmbHs aus, die von Professorinnen und Professoren der Universität Bremen geleitet werden, eigentlich das Gleiche sind, aber Wirtschaftsförderung bekommen können. Wir sind ein solches Institut, ein gemeinnütziges Forschungsinstitut und beschäftigen uns im Wesentlichen mit Themen der Digitalisierung in Bildung, aber auch Verwaltung. Da werde ich sicherlich auch noch mal im Zuge des Vortrags kurz zurückkommen. Damit ich Bescheid weiß, die Übersicht. Ich will klar zu dem Thema, die digitale Spaltung, versuchen nochmal aus wissenschaftlicher und praktischer Art zu beleuchten, denn das Wort geht schnell von den Lippen. Aber was verbirgt sich da eigentlich dahinter? Was sind da eigentlich für Konzepte? Und es ist letztendlich ein relativ altes Phänomen und keineswegs eins, was jetzt erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist. Natürlich ist der Fokus die Frage die Schule und die Bildung, was hat sie damit zu tun, und werde zum Abschluss Ideen formulieren, wie Medienintegration sozusagen auch als Perspektive, als ganzheitlicher Ansatz gedacht werden muss. Das ist, glaube ich, die Besonderheit der Digitalisierung. Man kann eben nicht eins rausnehmen und dann hoffen, wenn ich das gelöst habe, lösen sich alle anderen Probleme danach, sondern irgendwie muss man alle hochheben, und das macht es so spannend, aber auch so schwierig. Die Digitalisierung. Da geht es ja schon los. Gibt es digitale Bildung? Eigentlich natürlich nicht. Digitale Bildung ist im Deutschen eigentlich kein wirklich gut zu gebrauchender Begriff. Und wenn man Digitalisierung nimmt, und ich nehme immer gerne das Bild meines lieben Kollegen Beat Döbeli aus der Schweiz, der immer so schöne Piktogramme macht, letztendlich heißt erstmal Digitalisierung nichts anderes, als analoge Signale in digitale umzuwandeln. Also kann es irgendwie digitale Bildung gar nicht geben, denn dann würde ich ja analoge, Sie, mich, umwandeln in Digitales. Das geht noch nicht. Ich werde vielleicht ein paar Beispiele zeigen, wie weit wir da schon sind. Insofern, das ist erstmal ein Trend, den ja heute Morgen schon diskutiert wurde und der auch nicht mehr weggeht. Diese Form von Digitalisierung analoger Signale. Ich glaube, das große Potenzial und die große Sorge und die große auch Angst vor Wandel hängt damit zusammen, dass gleichzeitig mit der Digitalisierung es möglich ist, zu automatisieren, zu vernetzen. Internet der Dinge ist dann das Schlagwort, also Ihr Toaster spricht mit Ihrer Klingel, am besten mit Ihrem Smartphone, unsere Smartphones untereinander, wenn Sie sie gerade aktiv haben, sprechen ohnehin miteinander. Ob das jemand die Daten abruft oder nicht, wissen wir nicht so genau. Meine Studierenden machen das immer gerne im ersten Semester Informatik, dass sie im Vorlesungssaal sich gegenseitig die Handys hacken. Das funktioniert relativ gut. 30 Sekunden in etwa bin ich auf ihrem Handy. Also ich nicht, kann das nicht. Das können nur meine Studierenden. So viel zum Thema Digitalisierung. Und als nächstes diese ganze Thematik, und da werde ich ein paar Beispiele zeigen, zur künstlichen Intelligenz oder KI genannt. Auch das ist ein Begriff, der ganz schwierig ist. Was genau meint künstlich in dem Fall? Simuliert man nur menschliche Intelligenz oder ersetzt man menschliche Intelligenz? Einer der Großen in der KI-Forschung aus den USA hat vor Jahren schon ein Buch geschrieben, The Singularity is Near, und meint damit, dass wir ersetzt werden durch Maschinen bzw. maschinelle Verarbeitung. In diesem Kontext, so near ist sie, glaube ich, noch nicht. Auch da werde ich ein paar Beispiele zeigen. Und letztendlich geht es um einen gesellschaftlichen Transformationsprozess. Und diese Gesamtbedeutung heißt eben auch, dass man sich über alle gesellschaftlichen Felder eigentlich Gedanken machen muss. Wie weit sind wir in der Digitalisierung? Ich habe im Juni einen Vortrag gehalten und hatte gerade da brandaktuell einen wunderbaren Screenshot aus der Süddeutschen. Den wollte ich gerade wieder benutzen, weil er einfach so schön darstellt, was gerade diskutiert wird. Es ist nämlich der digitale Bauer. Also so digital denken deutsche Bauern, Bäuerinnen, wahrscheinlich nicht oder ich weiß nicht. Und so glücklich sieht man dann aus, so glücklich und so einfach ist das Landwirteleben, wenn man digital ist. Also da die Kühe lächeln auch. Mehr als jeder zweite Landwirt in Deutschland nutzt bei seiner Arbeit digitale Lösungen. Also da, so weit sind wir schon. Und noch weiter ist Japan. In Japan kuscheln Pflegeroboter mit ihren Angehörigen bzw. mit ihren Patienten.
Ich weiß nicht, inwieweit Sie so ein bisschen mit japanischer Kultur vertraut sind. Wir haben enge Beziehungen, Forschungsbeziehungen zu Japan. In Japan ist es kulturell so, dass auch Steine eine Seele haben. Insofern ist das kulturell für Japaner überhaupt nicht so weit weg, dass auch ein Roboter kuschelt. Für uns irgendwie anders, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Deswegen kommt das ja auch aus Japan. Dieser Roboter ist ein wunderbares Beispiel dafür. Also das ist übrigens, das ist der Mensch, ne? Nicht, dass Sie das irgendwie verwechseln. Und dieser Roboter pflegt und spricht mit zu Pflegenden. Was sind die Konsequenzen? 2013 haben zwei Briten ein ziemlich weit sozusagen referenziertes Arbeitspapier geschrieben mit dem Titel The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization? Also im Kern ging es Fry und Osborne darum, welche Arbeitsplätze und Stellenprofile in den USA, das haben sie sich untersucht, sind gefährdet durch Digitalisierung und Automatisierung und Vernetzung und künstliche Intelligenz. Und sie kamen zu dem Ergebnis, knapp 50% sind dem Risiko ausgesetzt, wegrationalisiert bzw. wegautomatisiert zu werden. Beruhigung für Sie alle hier, Sie werden es nicht sein. Zumindest haben die das analysiert, also Bereich Bildung, Bereich soziale Arbeit, Bereich Altenpflege und so weiter, das alles nicht. Vielleicht mit dem Roboter, schauen wir mal. Aber wir hier, also Hochschullehrer vielleicht anteilig irgendwann, aber wir sind es erstmal nicht. Und die eine Quintessenz, und das bringt uns ja immer näher ans Thema, war, wer gut gebildet ist, läuft signifikant weniger Gefahr, aufgrund der digitalen Transformation die Stelle zu verlieren. Also Botschaft ist Bildung, Bildung, Bildung. Ist jetzt auch nicht wirklich was Neues. Aber diese Diskussion wird derzeit extrem geführt in ganz unterschiedlichen politischen Gremien. Welche Art der Veränderung für die Arbeitswelt hat das? Und das macht schon ein bisschen Angst. Und nicht nur ein bisschen, 50% der Arbeitsplätze, die wegdigitalisiert werden, da kommt vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen nochmal in einer ganz anderen Signifikanz zum Tragen. Es ist aber noch nicht so weit. Die Frage dieser Digitalisierung und die derzeit auch politisch vorangetriebene Hype um künstliche Intelligenz ist übertrieben. Ich bringe Ihnen frisch aus der Forschungswerkstatt unserer Universität, aber diese Robotik Labs gibt es, glaube ich, an vielen Universitäten. Die bringe ich Ihnen mal mit. Das ist ein Roboter, der hier versucht, Popcorn zu kochen. Da ist die Herdplatte, da ist der Topf, hier ist der Popcorn drin. Sie sehen schon sehr filigrane Handtechnik, die dabei an den Start gebracht wird. Und das ist das Werbevideo, was die Forschungsgruppe um Michael Beetz gemacht hat. Das ist jetzt der Pancake-Roboter. Der ist nicht nur so hektisch hier oben, sondern das ist seine Kamera. Also das ist mit der Androiden-Form noch nicht so wirklich so. Und die aktuelle, das ist das Hightech-End-Produkt, was es bisher gibt aus der Forschung. Möglicherweise hat die Rüstungsforschung schon mehr, das weiß man nicht so ganz genau, vor allem die amerikanische. Aber für deutsche Verhältnisse ist das absolutes High-End der Forschung. Und was Sie hier sehen, hat etwa 120 Takes gebraucht. Sie kennen das vielleicht aus der Filmindustrie. Also wir mussten das 120 Mal machen, damit es funktioniert hat, weil der jedes Mal was runtergeschmissen hat. Und er hat jedes Mal alleine eine Herdplatte, Sie kennen ja, wenn Sie jetzt nicht so, also wenn Sie ein super Ceranfeld haben, davon Firma sage ich nicht, wo Sie so stufenlos das verschieben können, dann ist es noch schwieriger. Aber Sie kennen ja die Herdplatten, wo Sie diesen kleinen Knopf haben, wo Sie drehen, damit der auf 1, 2, 3 kommt. Er scheitert ständig daran. Dieser, weil er entweder daneben greift oder das viel zu stark rumdreht. Und außerdem muss er ja wissen, so wie Sie, Sie gucken in den Topf und wissen, Popcorn ist fertig. Wie schreiben Sie eine Anweisung an einen Rechner, damit er weiß, wann Popcorn fertig ist? Also irgendwie eine Form, aber wie beschreiben, gerade Popcorn ist ja so eine ganz komische Form. Wie beschreiben Sie diese Popcorn-Form? Sie können natürlich sagen, nach 6, 7 Minuten ist sie fertig. Das reicht aber dann nicht, dann haben Sie besonderen Popcorn und so weiter. Also Singularity is near, kann man ein bisschen relativieren. Wir arbeiten gerade in einem Sonderforschungsbereich darum, wie man sozusagen Haushalts- und aktuelle Alltagspraktiken mit diesem Roboter einsetzen und nutzen kann. Und insofern, so weit sind wir noch nicht. Und
Dennoch zeigt das natürlich die Dynamik, die in so einem Feld liegt, aber man kann das auch immer ein Stück relativieren. Die digitale Spaltung, die wird nicht nur durch diese Roboter erzeugt, sondern diese digitale Spaltung hat eigentlich seit den 60er Jahren eine lange Tradition in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Und man hat am Anfang gedacht, es geht immer nur um Zugang. Also wäre natürlich kein Zugang zu damals Informations- und Kommunikationstechnologie, heute könnte man sagen mobiles, Internet etc. hat, der hat natürlich möglicherweise, haben wir gesehen, bei den Zahlen weniger Chancen, weniger Möglichkeiten, auch beruflich. Diese Frage des Zugangs hat man relativ schnell ad acta gelegt, weil es wirklich nur eine notwendige, wenn aber auch überhaupt nicht hinreichende Bedingung ist. Deswegen ging es dann viel stärker in der nächsten Phase der digitalen Spaltungsdiskussion um Kompetenzen. Welche Kompetenzen sind denn erforderlich? Welche werden erworben im Zuge dessen? Und sind die nicht vielleicht unterschiedlich verteilt? Unabhängig vom Zugang. Oder hängen Kompetenzentwicklungen mit Zugangsmöglichkeiten zusammen? Dritter Bereich. Kompetenzen sind gut. Was mache ich aber da mit den Kompetenzen? Also man könnte als Indikator der digitalen Spaltung die Gründerszene weltweit nehmen im Bereich von disruptiven Innovationen im Digitalen. Da haben wir eine extreme Spaltung. Deutschland pfui, USA hui. Man fragt sich ja, warum Google nicht, das nächste Google nicht in Deutschland gegründet wird. Hat auch was mit Kultur zu tun. Also man kann auch sagen, wir haben eine digitale Spaltung in diesem Bereich. Das ist eher, was passiert aus Zugang und Kompetenzen. Und last but not least ist als Querschnittsthema immer wieder eigentlich eine Vermischung von digitaler Spaltung mit allgemeiner Ungleichheitsforschung. Also wie steht das aus zwischen Stadt und Land? Zugänge, Kompetenzentwicklung, Potenziale zwischen den Geschlechtern, zwischen Nord-Süd oder dem sogenannten globalen Süden und westlichen OECD-Ländern. Also man muss, wenn man über digitale Spaltung redet, es relativ stark differenzieren, weil die Welt funktioniert eben nicht so ganz einfach, wie man sich das vielleicht mal am Anfang gedacht hat. Also Zugang ist in der Tat nur eines. Das Deutsche Institut für Sicherheit, für Vertrauen und Sicherheit im Internet, DIFSI abgekürzt, hat auf Basis der Sinus-Milieu-Studien, ich weiß nicht, ob Sie Sinus-Milieu-Studien kennen, das ist eine sozialwissenschaftliche Form, möglichst uns alle in Gruppen einzuteilen. Da gibt es also Souveräne und bestimmte Gruppen, die eben aufgrund von statistischen Erhebungen identifiziert werden. Und das ist ein Überblick über alle Bevölkerungsgruppen, jetzt nicht nur die Jungen, da komme ich gleich noch dazu. Und können Sie sich ja vielleicht mal selbst versuchen einzuordnen, gehören Sie zu den digital Souveränen oder zu den effizienzorientierten Performern? Sie sehen schon, Soziologen haben tolle Begriffe für sowas. Die unbekümmerten Hedonistinnen und Hedonisten oder internetferne Verunsicherte. Postmaterielle Skeptiker vielleicht oder verantwortungsbedachte Etablierte. Und diese Linien sind natürlich sehr, also die Zahlen sind zumindest statistisch valide. Ob wir sie inhaltlich immer so tragen, ist was anderes, aber statistisch valide. Diese hier sind noch überhaupt nicht so richtig valide, denn also sie argumentieren, wir hätten 44% Digital Natives. Da komme ich gleich nochmal dazu. Was ist denn eigentlich, gibt es die überhaupt, die Digital Natives? Oder was macht das aus beim Zugang? Das meint nämlich ganz oft Zugang. Ja? 99% der Haushalte haben oder 98% haben Zugang zum Internet. Insofern sind das dann alles Digital Natives. Wenn wir sagen, Kompetenzen spielen eine Rolle, Potenzialnutzung spielt eine Rolle, sind wir sicherlich nicht so weit. Wie viel sind die Immigranten, also die jetzt erst reinkommen, und was sind die digitalen Außenseiterinnen und Außenseiter? Und wie Sie sehen, es ist auf jeden Fall eine Spaltung. Es ist also keineswegs so, und diese Gruppe ist relativ groß. Also wir haben es mit einer ganz unterschiedlichen Verteilung von Interessen, Kompetenz, der Wahrnehmung, auch von Inklusion versus Exklusion zu tun, zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Insofern, ja, es gibt eine digitale Spaltung, auch in dieser Gesellschaft, die sich an unterschiedlichen Dingen festmacht. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht zu der These von den beiden britischen Wissenschaftlern, was sozusagen hilft, zu vermeiden, dass man in diese digitale Spaltung auch ökonomische Nachteile erhält, Bildung. Insofern zur digitalen Bildung. Ich bin mir relativ sicher, dass Sie mittlerweile ja die gesamte politische Debatte mehr oder weniger eng verfolgt haben. Manche haben sie mitgestaltet. Also wir sind gerade in so einer Phase,
Das ist für einen Wissenschaftler super interessant, weil es auf einmal Forschungsförderprojekte gibt zu dem Thema. Vorher hat es niemanden interessiert, gab es kein Geld, hat es auch niemanden interessiert. Jetzt gibt es Geld, interessiert es jemanden, so arbeitet Wissenschaft. Politisch gilt aber das Gleiche. Und insofern digitale Bildung als das Stichwort. Ich glaube, ich habe schon genug gesagt, was ich von digital halte und von in der Bildung. Die KMK, Herr Bieber hat ja schon darauf hingewiesen, die KMK hat eine Strategie entwickelt. Das ist sensationell, muss man so sagen. Sie haben alle irgendwie eine Assoziation mit der KMK, glaube ich, als agiles, ambitioniertes, eine Unternehmung, die mit disruptiven Ereignissen sehr gut umgehen kann. Und die KMK nennt ihre Strategie zum Glück Bildung in der digitalen Welt. Das macht Hoffnung. Leider bleibt in der bildungspolitischen Diskussion die digitale Bildung so hartnäckig, man wird sie nicht los. Es ist halt kürzer, weil Bildung in der digitalen Welt geht nicht so flüssig von den Lippen. Diese KMK-Strategie hat mehrere Besonderheiten. Eine Besonderheit versuche ich in diesem Kreis der akademisch hochqualifizierten Schulleitungen zu nehmen. Dieses war die Originalveröffentlichung. Jetzt zoome ich da mal rein. Finden Sie den Fehler? Ich weiß nicht, wer von Ihnen Mathe als Hauptfach hat, aber ich glaube, das gehört auch für die Geschichtslehrerin zum Grundbestand. Laut, irgendeine Idee? Bitte? Das Minus. Das Minus ist irgendwie verloren gegangen zwischendrin, also es ist im Prinzip falsch. Und das war das Originaldeckblatt. Die KMK ist aber digital versiert. Kurz danach erschien ein neues Deckblatt. Das sehen Sie hier. Und da ist das Minus reingerutscht. Und man sieht, in der KMK gibt es auf jeden Fall Leute, die mit Photoshop umgehen können. Denn es ist exakt das gleiche Bild. Und ob das besonders digital ist, jetzt eine analoge Tafel abzufotografieren, kann man auch noch mal drüber streiten. Aber schön reingefotoshoppt, das Minus. Also insofern, gewisse Digitalkompetenzen bestehen auf jeden Fall im Büro der KMK hier in Berlin. Das beruhigt ja schon mal. Aber ernsthaft, was ist die Festlegung? Das muss man schon noch mal betonen. Die KMK hat ganz häufig Empfehlungen formuliert. Das ist das nicht das erste Mal, aber eine der wenigen Male, wo es zumindest vor allen Dingen für die Medienbildung und die Bildung in der digitalen Welt eine Verpflichtung gibt. Alle Länder verpflichten sich dazu, dafür Sorge zu tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die, und zwar nächstes Jahr, in die Schule kommen, in die Grundschule eingeschult werden oder in die Sek. 1, also beides, eintreten bis zum Ende der Pflichtschulzeit, also bei dem einen 9 bis 10 Jahre, bei dem anderen gar nicht mehr so weit weg, die in diesem Rahmen formulierten Kompetenzen, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, erwerben können. Das ist eine Revolution. Die KMK, die Länder haben sich allesamt dazu verpflichtet. Und jetzt ist natürlich spannend, wie die Länder damit umgehen und wie sich diese Verpflichtung, diese Selbstverpflichtung überhaupt einhalten lässt. Und was hat die KMK als Handlungsfelder? Die KMK hat als Handlungsfelder, als allererstes ein Handlungsfeld, das sie gar nichts angeht. Das ist nämlich die Infrastruktur. Die geht nämlich nur die Kommune was an. Selbst im Zweistadtstaat Bremen, man sagt ja immer, das sei ein Stadtstaat, das ist falsch. Wir haben zwei Städte, Bremen und Bremerhaven, und Bremerhaven ist die freieste Stadt Deutschlands. Bremerhaven hat eigene Polizeibeamte und hat ganz viele städtische Aufgaben, die eigentlich nur Länder haben. Insofern hat selbst Bremen zwei Kommunen. Das heißt, für die Infrastruktur und Ausstattung ist nicht die Senatorin für Bildung und Wissenschaft zuständig, sondern die Stadtgemeinde Bremen und die Stadtgemeinde Bremerhaven. Und Sie kommen aus Flächenländern, Ihnen ist das sowieso vertraut. Also die KMK hat erst schon mal gleich ein Handlungsfeld benannt, mit dem sie eigentlich nichts zu tun hat. Das zweite sehr viel eher, was natürlich damit zu tun, nämlich die Veränderung der Bildungspläne. Und das ist gerade dran. Für die, die aus Baden-Württemberg kommen, da ist ja gerade die Diskussion durchgelaufen. Andere Bundesländer haben sich Bildungspläne gemacht und organisiert, wo Medienbildung als Querschnittsthema ist. Andere haben es als eigenes Fach. Das wäre ein eigener Vortrag, eine eigene Diskussion, vielleicht auch für die Pause. Was ist besser? Es gibt jede Menge Interpretationen, in welche Richtung das gehen sollte. Die Bundesländer handhaben das sehr unterschiedlich. Die Diskussion hatten wir auch schon in den 80ern, als es um informationstechnische Grundbildung ging. Drittes Handlungsfeld, Aus-, Fort- und Weiterbildung, originäre Landesaufgabe. So fast.
auf jeden Fall nicht originäre KMK-Aufgabe, denn da gibt es ja auch noch eine GWK, haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, aber das ist die gemeinsame Konferenz der Wissenschaftsministerinnen und Minister, die dafür zuständig sind. Ob die sich darauf einigen, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist hier eindeutig nicht die Kommune gefragt und über Universitäten werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Viertes Handlungsfeld, Bildungsmedien, also Inhalte, das digitale Schulbuch vielleicht in Zukunft, hoffentlich nicht unbedingt mit derselben Prozesshaftigkeit der Genehmigung von Schulbüchern, aber Lernplattformen gehören dazu, offene Bildungsressourcen, Open Educational Resources, OER und so weiter und so fort, Verlage etc. Das vierte und das fünfte Handlungsfeld, wenn Sie mich fragen, ich weiß nicht, wie das da reingerutscht ist, aber irgendwie ist sozusagen die Verwaltungslogik ziemlich stark, das sind Bildungsmanagementsysteme und meint eigentlich Ihre Schulleitungssoftware, die Sie haben für Stundenpläne, Vertretungsstunden, möglicherweise auch sowas wie zukünftig ja, Notenerfassung, digitales Klassenbuch. Das sind auf jeden Fall Themen, die in diesem fünften Handlungsfeld erforderlich sind. Und jetzt ist die Frage, wie priorisiert man das? Und dazu möchte ich Sie einladen, Ihr mobiles Endgerät mal rauszuzücken. Und wir machen jetzt keinen Online-TED, sondern ich konfrontiere Sie mit Disruption. Wir machen einen Kahoot. Also wählen Sie sich ein, beziehungsweise rufen Sie die Seite kahoot.it auf. Und unter kahoot.it gibt es ein Spiel, was ich erstellt habe. Im Prinzip ist das genau dieselbe Form wie Online-TED. Und unter kahoot.it, unter dieser PIN, können Sie sich registrieren. Und Sie müssen auch, dürfen ein Pseudonym angeben, dürfen natürlich auch Ihren Warnnamen eingeben. Jimmy ist schon da. Herr Bieber, wie viele Teilnehmende sind es? Nur. Okay, also nur so ungefähr. Ah, wir sehen schon, die Suse, der Pierre. Das können Sie wunderbar auch mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen. Und interessant ist, das letzte Mal haben wir einen Vortrag gehalten, da hat einer gleich eingegeben, er sei vom Personalrat. Das fand ich schon mal ganz gut. Es gab aber nur ein einziges Personalratsmitglied im Publikum. Schon de-anonymisiert. Also denken Sie daran, ne? Selbst im Internet weiß jeder, dass Sie ein Hund sind oder vom Personalrat kommen. Also dieses nutzen wir gerne und auch für Spiele mit Studierenden und Schülerinnen und Schülern. Ah, ich habe kein Gerät mit. Ich bin auf jeden Fall schon begeistert, dass das WLAN hier besser funktioniert als an unserer Universität. Offensichtlich gibt es genug Bandbreite. Jetzt werden es auf einmal wieder weniger, das beunruhigt mich. Ich finde 110 sind schon ziemlich gut. Und jetzt können wir mal spielen jetzt, genau. Are you ready? Es gibt erstmal eine Frage. Was sind aus Ihrer Sicht die drängendsten Themen der Bildung in der digitalisierten Welt? Ich habe jetzt bewusst das Letzte erstmal rausgenommen. Das ist didaktische Reduzierung, nennt man das, glaube ich. Man könnte auch sagen, es liegt daran, dass das System nur 4 Antwortmöglichkeiten einem zulässt in dieser Form. Also es sind die Handlungsfelder und Sie müssen sich entscheiden. Das ist sozusagen die... ich muss mal gucken, ob ich das nochmal aktivieren kann. Einmal vorlesen... kann ich die Zeit nochmal? Ja, das war jetzt
30 Sekunden war ein bisschen knapp. Das war jetzt, wir können das gleich nochmal machen. Also man kann das jetzt einstellen, dass nach 30 Sekunden war sie durch, weil sie haben es nicht ganz genau geschafft. Das ist jetzt das Ergebnis. Wir nehmen erstmal diese Stichprobe und kommen nachher nochmal darauf zu, weil wir nochmal ein nächstes Kahoot machen. Also die, genau, ich lese es nochmal vor. Ausstattung und Infrastruktur ist rot. Ausfort- und Weiterbildung ist gelb. Reform der Bildungspläne ist blau. Und Bildungsmedien und Content ist grün. Und die Verteilung ist für die beiden Blöcke Ausstattung und Infrastruktur. Jetzt noch ordentlich nachlegen, als auch Aus- und Fortbildung deutlich höher als bei den anderen. Die KMK hat sich aber zur Aufgabe gemacht, alle Themenfelder zu adressieren. Und wie gesagt, wir kommen gleich nochmal dazu. Wir machen gleich noch ein zweites Kahoot, das war jetzt zum Warmwerden. Aus dieser Gemengelage, dass wir bei der Bildung in der digitalen Welt die große Herausforderung haben, eben nicht eine Sache rauszupicken. Die Bildungspolitik tendiert natürlich gerne dazu, sich um Ausstattung zu kümmern, weil man kann man am besten fotografiert werden, wenn man neue Schulen oder alte Schulen mit schönen Geräten ausstattet. Aber wir wissen alle, wenn Sie nochmal an die digitale Spaltung denken, Ausstattung ist ja nur ein Aspekt. Kompetenzen, Potenziale und Ungleichheiten in anderen Formen gehören noch dazu. Ich möchte Sie auf drei Perspektiven nochmal mit Ihnen anreißen in Bezug darauf, was heißt das eigentlich, digitale Spaltung in der Schule. Der erste ist der Zugang. Das ist natürlich die Frage, der Zugang von wem. Wenn wir den Zugang von Kindern und Jugendlichen nehmen, haben wir eigentlich kein Problem oder nur ein ganz geringes. Die letzte KIM-Studie, also Kinder, Internet und Medien von 2016, Kinder im Alter von 6 bis 13, sprechen darüber, dass fast die Hälfte der Kinder von 6 bis 13 bereits ein Handy, Smartphone in ihrem Besitz haben, nicht in der Familie, in ihrem Besitz. Beim Internetzugang sind es etwa 20%. Das Dunkle sind die Jungs und das Gelbe sind die Mädchen. Fernsehgerät immer noch ordentlich im ordentlich weit vorne mit 36%. Und je älter sie werden, desto besser wird die Ausstattung. Das ist die GYM-Studie, also Jugendliche, 12 bis 19 Jahre. Wie sieht das da aus? Hier sind sie schon bei fast 100%. Handy, Smartphone, beziehungsweise nur Smartphone, Internetzugang. Sie sind also zwischen 90% und 95%. Daraus ergeben sich zwei zentrale Fragen. Das erste: Es reicht offensichtlich nicht, nur im Gerätebesitz zu sein. Und das Zweite ist, was passiert eigentlich mit den 10%, die das nicht haben? Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, wenn man da reinzoomt. Welche Gruppen sind das? Das sind die Gruppen derjenigen, die es sich nicht leisten können. Und es sind die Gruppe derjenigen, die es sich nicht leisten wollen. Wir haben also eine interessante Mischung aus Bildungsbürgern, die das Ganze für den Untergang des Abendlandes halten, und Menschen und Familien, die nicht in der Lage sind, auch nur 10 Euro im Monat zusätzlich für einen Leasingvertrag oder sonst etwas für ein Smartphone zu bezahlen. Ganz interessante Kombination. Und das haben Sie, wenn wir das runterbrechen, in Ihrer Schule in dieser Form, in manchen Schulen natürlich in ganz extremer Form noch, je nach Region. Das haben Sie natürlich auch in den Klassen etc. Also das heißt, das ist mit der Spaltung, eigentlich scheint es überwunden, wenn man genauer reinzoomt, findet man, dass die Spaltung wieder entlang bestimmter existierender Bildungsungleichheiten funktioniert. Zweite Frage von Zugang ist in aller Munde Breitband. Ich habe mir mal den Breitbandatlas der Bundesregierung genommen. Das sind Anschlüsse von Privathaushalten bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Und gelb sind die, in denen die Haushalte zwischen 85% und 100% sind. Also typischerweise natürlich in den Ballungsräumen, in den Städten. Hier ist ziemliche Pause, hier oben auch. Wir waren gerade vor 2 Wochen in Sachsen. Da gibt es immer noch 20% der Kommunen, wo Breitband also auch in absehbarer Zeit nicht verfügbar ist. Also hier, wenn wir hier raufgehen, und das sind nur privat, wir reden nicht über Schulen, nur Privathaushalte haben wir auch schon beim Zugang
eine erhebliche digitale Spaltung. Eine erhebliche, die oftmals unterschätzt wird, und auch die zieht sich wieder entlang von sozusagen Ungleichheiten wie ländlich versus städtischer Raum und so weiter. Also das ist, insofern ist das Thema noch lange nicht beendet. Sämtliche Breitbandinitiativen der letzten Jahre haben sich im Wesentlichen auf Unternehmen fokussiert. Bildungseinrichtungen blieben dabei weitgehend unberücksichtigt. Manche Bundesländer haben das wieder ein bisschen aufgebohrt, aber im Kern ist es so, dass die Bundesfinanzierung hierfür ganz stark eher auf Unternehmen bezogen war, nicht auf Bildungseinrichtungen. Kommunen haben das manchmal anders gemacht. Wie sieht das in der Schule aus? Ich verkürze das mal. Schlecht. Es gibt keine richtig guten Zahlen dazu, da können Sie ja auch in der Pause oder in der Diskussion noch ein bisschen was dazu beitragen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Auch da ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Ich war aber gerade in der Stadt Hannover, die ist nicht breitbandig angeschlossen, weil die Landesfinanzierung Hessens vorgesehen hat, dass insbesondere ländliche Räume eine Unterstützung kriegen und man davon ausging, dass eine Stadt wie Kassel selbstverständlich das alles hat. In Kassel ist es aber nicht so. Und es gibt wahrscheinlich auch andere Großstädte, in denen das Problem nach wie vor vorherrscht. Dritter Bereich von Ausstattung, wie sieht die Ausstattung mit Endgeräten aus? Auch notwendige Bedingungen, aber irgendwie auch nicht hinreichend. Und da finden Sie vor allen Dingen Ergebnisse aus internationalen Studien, die auch nicht mehr so taufrisch sind. Wir hoffen auf eine neue. Frau Eichelmann wird vielleicht morgen ein paar mehr Details erzählen können, wie es ausschaut. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass Deutschland weit, weit abgeschlagen ist im Ländervergleich zu anderen Ländern. Das sind die Ergebnisse aus der PISA-Studie, veröffentlicht 2015, allerdings mit Daten aus 2012, 5 Jahre alt. Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Fragen Sie das Bundesland, sagen die ja, sie sind nicht dafür zuständig. Fragen Sie die Kommunen, sagen sie, wissen wir nicht. Fragen Sie die Schulen, gibt es vielleicht eine Schulleitung, die das weiß. Und andere sagen, gehen Sie zum IT-Koordinator oder zum PITCO. Und der PITCO weiß es oder nicht. Und bremische Schulleitungen können dazu tendieren, möglichst nicht die Wahrheit zu sagen. Denn wenn sie viel haben aus Spenden, kriegen sie vielleicht in Zukunft vom Staat weniger. Also das ist irgendwie eine ziemlich schlechte Abfrage, die da funktioniert. Sie sehen hier, das sieht doch super aus. 4 Schülerinnen und Schüler teilen sich einen PC. Ich zeige Ihnen nämlich die nächste Zahl aus ISILS. Wie gesagt, Frau Eichelmann kommt ja morgen. Das ist die 2013er. Das sind Zahlen aus 2013. Hier sind es auf einmal 11:1. Wie lüge ich mit Statistiken, könnte man sagen. Was ist der Unterschied? Also erstmal erschreckend genug, da unten hat sich kaum was geändert. Also Deutschland, egal welche Zahlen wir zugrunde legen, liegen eher im hinteren Bereich. Was ist der Grund dafür? In PISA wird gerechnet, ein Jahrgang und die Möglichkeit, in den Computerraum zu gehen. Und dann teilen sich 4 Schülerinnen und Schüler einen Rechner, im Jahrgang 9 beispielsweise. Die zählen Zahl der Rechner in der Schule durch Zahl der Schülerinnen und Schüler. Nee, andersrum, Entschuldigung, Zahl der Schülerinnen und Schüler durch Zahl der Rechner. Das sind einfach 2 unterschiedliche Berechnungsgrundlagen. Also Vorsicht bei Nutzung von Statistiken. Das sieht nämlich ganz anders aus. Ich bin mal gespannt, was ISILS 2016, ob es da schon Zahlen gibt. Können Sie ja morgen mal Frau Eichelmann löchern. So, und dann kam sozusagen, hurra, die Lösung am Himmel im Sinne der Wanka-Milliarden. Ich glaube, es gibt kaum eine, also neben Hartz IV, wenn man sich an die Politik erinnert, gibt es kaum eine solche Personalisierung von Programmen oder gar Fördermitteln. Diese Wanka-Milliarden, muss man ganz ehrlich sagen, gab es nie. Es war ein bildungs- oder wahlkampfpolitisch herausragender Schachzug. Meine Senatorin für Bildung und Wissenschaft, zu der Zeit KMK-Präsidentin, hat sich unglaublich darüber geärgert, dass der Bund sich in den Vordergrund stellt, obwohl er nichts geleistet hat und sie gerade es geschafft hat, die KMK zu einigen. Trotzdem ist in aller Munde der Digitalpakt Schule. Und was will der Digitalpakt mit 5 Milliarden machen? Er möchte unterstützen Schulhausvernetzung, Ausstattung der Schulen mit Funknetzen und Endgeräten sowie Servern, aber standortgebundene, also so fürs mobile Lernen vielleicht noch nicht so geeignet. Förderfähig für die Länder und die Kommunen sollen sein Breitband und das ist was Neues, und hier sehen Sie schon Auflösung des Kooperationsverbots möglicherweise, nämlich flankierende Maßnahmen in den Bereichen Beratung und Qualifizierung. Länderaufgabe. Föderalismusreform darf der Bund eigentlich gar nicht.
Aber wer mit 5 Milliarden winkt, kann natürlich dort einiges in den Ländern bewirken, insbesondere in solchen Haushaltsnotstandsländern wie Bremen. Was ist die Voraussetzung? Dass Länder und Kommunen sich um Administration und Wartung kümmern. Das ist so ein bisschen so ein Guido-Geschenk, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, das ist so ein bisschen, ne, Jack in the Box, der da noch rausspringt. Und es braucht ein Umsetzungskonzept. Und die Länder sind jetzt gerade händeringend dabei, Umsetzungskonzepte sich zu überlegen. Denn es wird irgendwas geben, das vermuten alle, ob das Milliarden sind oder nicht. Was wir wissen zu diesem Thema in unseren Untersuchungen, für jeden Investiv-Euro 1 Euro pro Jahr in laufende Kosten. Die sind da nicht drin. Das ist ein 5-jähriges Investitionsprogramm. Das heißt, im Jahr 6 steht die Kommune da und wird ihren Breitbandanschluss wieder abtrennen müssen. Außer bis dahin gibt es breitbandigere Breitbandanschlüsse, dann bleiben die Schulen wieder bei den schmalbandigeren Breitbandanschlüssen und die Unternehmen kriegen die breitbandigeren Breitbandanschlüsse. So wie das ja jetzt auch der Fall ist mit dem scheinbar Geschenk eines großen deutschen Telekommunikationsunternehmens. Und das ist sozusagen das eine Problem. Und das zweite Problem ist, wir haben mal ausgerechnet, ich hoffe, die Zahlen werden demnächst auch wirklich öffentlich. Wir gehen davon aus, dass man für Grundschulen und weiterführende Schulen ohne berufliche Schulen, die sind damit drin, etwa 2 Milliarden pro Jahr braucht. Dann ist das irgendwie eher ein bisschen wenig. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viele Länder und Kommunen bisher ausgeben. Das ist auch eine Frage, die völlig offen ist, wahrscheinlich in einem signifikanten Ausmaß, aber keiner weiß es so genau. Darum werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten, auch im Zuge der Regierungsbildung, wer weiß, wenn es ein Digitalisierungsministerium gibt, ob die sich dem annehmen. Wir werden das sehen, es bleibt spannend. Es ist aber relativ klar, ohne Bundesmittel werden Kommunen das nicht leisten können. Denn die Kommune muss entscheiden, schließt sie das Schwimmbad oder kriegt die Schule ein WLAN? Und ich als passionierter Schwimmer habe darauf eine klare Antwort. Also die Frage, kommen Sie und reichen Sie? Zweites Spaltungsfeld, Kompetenzen. Das Modell der KMK, was ja vorher angesprochen wurde, also alle, die ab im Schuljahr 18/19 eingeschult werden, in Grundschule bzw. Sek. 1, sollen folgende 6 Kompetenzbereiche auch dann entwickeln und bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit auch nachweisen können. Es ist der Klassiker des Suchen, Verarbeitens und Aufbewahrens. Es ist der Bereich Kommunizieren und Kooperieren. Schon sehr schwer zu messen, kommen wir gleich dazu. Produzieren und Präsentieren, also vielleicht sowas, was ich jetzt hier gerade mache, aber auch aktive Medienarbeit. Schützen und sicher agieren, also der ganze Jugendmedienschutzbereich. Analysieren und reflektieren, also das, was man mal klassisch unter Medienkompetenzentwicklung verstanden hat. Und ein neues Feld, Problem lösen und handeln. Und dahinter steckt sowas wie algorithmische Kompetenz, Informatikkompetenz, Computational Literacy. Man weiß noch nicht so genau, was am Ende dabei herauskommt. Alle Bundesländer nutzen das. Berlin-Brandenburg ist dabei. Alle Bundesländer versuchen jetzt quasi das runterzubrechen auf ihre eigenen Pläne. Das ist entstanden aus einem Konsens der Bundesländer. Sie finden da den Medienpass NRW drin. Sie finden da ein Stück den Medienführerschein in Bayern. Sie finden die Rahmenpläne aus Thüringen. Also das ist in der Tat eine gemeinsame Aktion der KMK gewesen plus EU. Und was wissen wir bisher von den Kompetenzen? Nicht so richtig viel. Aus der ISILS-Studie, die hat sich nämlich mit computer- und informationsbezogenen Kompetenzen beschäftigt, also bedienen und suchen, also 2 der Handlungsfelder. Und dort wurde 2013, Frau Eichelmann wird es morgen bestimmt noch mal weiter ausführen, nur als Stichworte, 2013 gab es 5 Kompetenzstufen, kennen Sie vielleicht aus PISA. 1 ist die niedrigste, 5 ist die höchste. Ich habe hier mal aufgeschrieben, in blau die Prozentzahlen weltweit, also OECD-weit, 8 Klässler wurden getestet und in rot sind die Deutschen. Je nachdem, wie das Glas so ist, halb voll oder halb leer, kann man sagen, wenn man die beiden Rubriken zusammenrechnet, sind es ungefähr 30%. Wir sind also besser als der OECD-Durchschnitt bei den schlechten. Aber auf der anderen Seite, 30% der Schülerinnen und Schüler, die getestet wurden, verfügen nicht einmal über sozusagen grundlegende Kompetenzen im Umgang mit Computer und Internet. Es waren solche Testaufgaben, Sie kriegen eine E-Mail und müssen den Link rauskopieren und in ein Browserfenster geben und dann aufrufen, um zu dieser Webseite zu kommen. Das sind
grundlegende Kompetenzen. Selbst das war kaum erreicht. Das heißt, wir haben 30%, Frau Eichelmann hat es damals so formuliert, digital Abgehängte. Und auch da reinzoomen, was heißt das? Wer ist das? Es sind klassische Ungleichheitslinien, die wir im Schulsystem sowieso reproduzieren. Jungs mit bestimmten sozialen Hintergründen, nicht nur Migrationshintergrund, sondern auch aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Also es zieht sich, auch das zieht sich durch die allgemeine Ungleichheitsdiskussion, die wir in Schulen insgesamt, aber in deutschen Schulen eben auch haben. Die Schlussfolgerung der Kolleginnen und Kollegen für die deutsche Studie war, es wird deutlich, dass die weit verbreitete Annahme, es gäbe Digital Natives, nämlich Kinder und Jugendliche würden durch das Aufwachsen automatisch zu kompetenten Nutzerinnen und Nutzern, nicht zutrifft. Ich gehe davon aus, das bestätigt auch so ein bisschen Ihre Praxiserfahrung auch in der Diskussion. Hier ist es amtlich oder zumindest wissenschaftlich. Jetzt könnte man ja sagen, bei der Medienkompetenz ist nicht so weit her, aber der Einsatz digitaler Medien, es gibt ja diese zweite Facette, fördert Fachkompetenzen. Also ich kann ja mit digitalen Medien den Deutsch, den Mathe, den Sport, den Religions-, den Ethikunterricht anreichern, verstärken. Wir haben ja hier Workshops, also ganz viele Ideen. Und das heißt nicht nur Lernen über Medien, sondern auch Lernen und Lehren mit Medien. Wie sieht es da aus? Auch da die OECD und leider, muss man sagen, keine guten Aussichten. Die OECD hat in den letzten 10 Jahren sämtliche Untersuchungen dazu ausgewertet und in Englisch und dann in der deutschen Übersetzung. Es gibt keine nachweisbare Verbesserung von Lernleistung in den Kernfächern, also Sprache, Deutsch, Naturwissenschaften und Mathematik im Durchschnitt bei Ländern, die sehr stark in IT investiert haben. Da muss man erstmal durchschnaufen und sagen, oha, das ist eigentlich Digitalpakt AD. Es gibt Wichtigeres, zum Beispiel das Schwimmbad zu renovieren. Dafür würde aber im Moment, glaube ich, bildungspolitisch kein Rückhalt kommen. Aber auch da, der Wissenschaft sei Dank, es ist nicht so einfach. Denn schon 2004 und immer wieder reproduziert in den PISA-Studien von Bildungsökonomen zeigt sich, wir haben es mit einem umgedrehten U bei den Leistungen zu tun. Man kann das so formulieren, viel hilft nicht viel, aber nichts hilft auch nichts. Und die Wahrheit liegt also in der Mitte. Und das ist jetzt für Pädagoginnen und Pädagogen, die wie Sie aus der Praxis kommen oder Lehrende an der Uni auch, das ist jetzt nun wirklich kein Rocket Science. Also es kommt offensichtlich drauf an, die richtige Mischung, die richtige Form, die richtige didaktische Einsatz und so weiter und so weiter. Also es kommt drauf an, damit man hier in die Mitte, also alles, was hier drunter ist, ist unterhalb der Leistung. Also schlecht, wenig Nutzung, schlechtere Leistung, sehr viel Nutzung, schlechtere Leistung und irgendwo müssen wir uns in der Mitte bewegen. Und das macht die Sache spannend und herausfordernd. Und der dritte Bereich, mit dem ich Sie zumindest andeutungsweise noch konfrontieren will, ist auch zur digitalen Spaltung. Daten sind das neue Gold. Sie werden sich bestimmt auch fragen, wo speichert Kahoot jetzt Ihre Daten? Auf einem amerikanischen Server? Wo sonst? Und mit guten Algorithmen kann ich auch bestimmt rausfinden, wenn ich das mische mit Ihrer Teilnahmeliste hier, Ihren Präferenzen, die Sie bei Amazon angegeben haben, zusätzlich vielleicht auch die Auswertung, oder nee, Sie haben ja eine Befragung im Vorhinein gemacht, da könnte ich Ihre IP-Adresse rauslesen, also ich nicht, wie gesagt, meine Studierenden können das. Und am Ende würde ich wahrscheinlich Herrn Bieber identifizieren können, wofür welchen dieser 4 Felder er sich entschlossen hat. Das macht nämlich diese Datafizierung so mächtig und so schwer beherrschbar. Also Daten sind das neue Öl, das gilt auch für Daten der Schülerinnen und Schüler. Und die Frage, wer steuert das eigentlich? 2 Beispiele. Diesmal ohne digital. Wer von Ihnen kennt ClassDojo? Es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Es ist in Deutschland nur in wenigen Schulen offensichtlich angekommen. ClassDojo ist quasi, also ich komme noch aus einer Zeit, wo man Kopfnoten gegeben hat, ist quasi Kopfnoten als App. Das sieht so aus, geworben wird mit glücklicheren Klassenräumen und das ist ein Verhaltensmonitoring-Werkzeug. Ein Traum für amerikanische, englische, skandinavische Lehrkräfte, denn sie haben auf der App so wunderbare Monster, die bestimmte Verhaltens-, also wie
Kooperationsbereitschaft, wie Kommunikationsfähigkeit, wie Teamorientierung, die natürlich alle psychologisch in der Grundlage validiert worden sind. Da können Sie jetzt also mit Ihren Schülerinnen und Schülern durchgehen und können eben quasi Kopfnoten geben, on the go, so wie wir das gerade mit dem Kahoot gemacht haben, ständig und immer wieder. Sie können dann auf der Webseite tanzt und hüpft dann ein wunderbares Class-Dojo-Männchen oder Figürchen, muss man wahrscheinlich sagen. Und die Perspektive, die Class-Dojo gibt, ist, kreieren Sie eine positive Kultur in Ihrem Klassenraum. Es geht um Klassenraumkultur und um Umgangsformen. Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine Stimme und teilen Sie dieses auch mit Ihren Eltern. Jetzt denken Sie, das ist ja alles verrückt. Ist es auch. Es ist ein Venture Capital Unternehmen in Kalifornien, so viel zu den Gründern. Während ich da noch ein bisschen erzähle, das ist Ihr Werbefilm, wie sich Class Dojo Nutzer über die USA entwickelt haben. Die haben angefangen 2012 und natürlich ist das eine reine Erfolgsgeschichte, die in den USA stattgefunden hat. Und die ganze Idee ist es, darüber Nutzerinnen und Nutzer und ihre Daten zu sammeln, um daraus dann eine Community zu bauen. Also quasi ein Facebook für die Schule. Aber eingegrenzt nur auf die Schule, sonst darf keiner zugreifen. Also außer Class Dojo natürlich, weil die ja maßgeschneiderte Angebote dann wiederum für ihre Schule anbieten wollen. Und wie ist der Stand? Über 35 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Es ist kostenfrei. Und die Attraktion ist immens. Wir haben das in englischen Schulen beobachtet, natürlich insbesondere in Grundschulen, aber nicht nur in Grundschulen. Wir hatten auch einige Secondary Schools dabei, die das sehr intensiv nutzen. Und die Frage, was mit den Daten passiert, ist insofern nur sekundär. Es kann aber noch schlimmer kommen. In den USA werden auch Lehrkräfte datafiziert. In den USA besteht die Möglichkeit, das ist das Beispiel aus Los Angeles, dass Sie nach Lehrkräften suchen können auf der Webseite des Schulbezirks und gucken können, wie gut war die Lehrkraft in der Steigerung der Lernleistung in den Hauptfächern über die Jahre in dieser Schule. Sie kriegen also am Ende Amy Miller, Fifth Grade Teacher an der Park Western. Das sind die Werte, ihre Mathe-Effizienz. Die liegt gut, sonst würden Sie wahrscheinlich als Eltern auch hingehen und sagen, ich will nicht, dass mein Kind von Amy unterrichtet wird. Aber Sie sehen hier typische Gauss-Verteilung. Es gibt also auch einige, die more effective sind und andere least effective. Und das Ganze beruht auf standardisierten Tests. Die sehen dann so aus wie so eine Formel. Das ist sozusagen der Mehrwert, den Lehrkräfte erzielen bei dem Unterricht von Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung jeder Menge Randfaktoren. Also wie sind Sie reingekommen? Sie werden vorher getestet, dann ist es Schuljahr, dann werden Sie wieder getestet. Aber auch sozioökonomische Faktoren, bestimmte Leistungsindikatoren, die sonst noch drumherum sind, wie zum Beispiel, wie engagiert die Schule insgesamt ist. Also die Schulleitungen werden noch mit bewertet darüber. Das fällt alles in ein datafiziertes Modell und wird rückgekoppelt an Eltern und Öffentlichkeit. Damit nicht genug. In New York werden danach Lehrkräfte bezahlt. Oder incentiviert, heißt das ja neudeutsch. Das heißt, wer hier mehr Value Added bringt, kriegt auch mehr Gehalt. Und das gilt auch für die Schulleitung und das gilt für die Superintendents, ja, gewählte, also Schulaufsicht, aber in den USA sind die gewählt und so weiter. Das zieht sich sozusagen durchs gesamte System durch. Datafizierung, just a bit scary. Kurz vor dem Ausblick, die Medienintegration. Jetzt ist ja ganz viel gekommen, was ist alles, was funktioniert nicht so gut, was ist eigentlich alles dramatisch, wie sind die Entwicklungen. Aber es gibt sozusagen Ansätze dafür, Gestaltungsansätze, wie sich in den nächsten Jahren das entwickeln kann. Das größte Problem, das hatte ich ja schon gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Wir haben mal in unterschiedlichen Studien, insbesondere in NRW, ein solches Modell aufgestellt, Mediennutzung und Medienkompetenz hängt eben fast wie bei der KMK, als ob sie von uns abgeschrieben hätten, fast wieder bei der KMK von ganz vielen Faktoren ab. Hier sind sie, Curriculare, also Bildungspläne, alles sind genau die Aspekte technischer Support, medienpädagogische Unterstützung, Ausstattung, nur ein Element. Und ich möchte zum Abschluss auf zwei Sachen noch mal ein bisschen genauer eingehen. Zum einen auf die Frage der Lehreraus- und Fortbildung und zum zweiten insbesondere die Ausbildung. Zum zweiten, was ich für viel wesentlicher halte, die Frage von Schulkultur
und Einstellung und Orientierung von Lehrkräften. Bei der Lehrerbildung wissen wir, wir haben es quasi mit so etwas wie einem Teufelskreis zu tun. Das ist vom Kollegen Kammerl damals für Schleswig-Holstein und Hamburg gemacht. Also der Teufelskreis, wir haben wenige Lehrkräfte, die das machen, weil es zu wenig Angebote zur Medienbildung gibt und nicht überprüft wird, ob es erreicht wird. Damit hat man schwache Schülerinnen und Schüler. Die kommen schon so, wenn sie studieren wollen und Lehramt studieren werden, so in die Unis. Wir wissen aus Studien, dass diejenigen, die am wenigsten Medieninteresse haben, diejenigen sind, die Lehramt studieren. Das heißt, hier gibt es bereits Defizite. Es findet keine weitere inhaltliche Gestaltung in der Universität statt. Und so bleiben wir in diesem Kreislauf. Das bestätigt die ISIL-Studie auch. In allen Phasen der Lehrerausbildung besteht großer Nachholbedarf. Mehr als 4/5 wünschen sich, dass sowohl während des Studiums als auch im Referendariat besser vorbereitet werden soll. Darauf geht der Digitalpakt ein. Er erwartet nämlich, dass die Länder sich um Standards in der Lehrerbildung kümmern, also der Bund. Er erwartet, dass die Qualifizierung des Lehrpersonals ausgebaut wird. Keine Förderung ohne Qualifizierung. Und da sind die Länder natürlich jetzt gefragt und müssen ihre Universitäten entsprechend mit einbeziehen. Und da stellt sich die Frage, was müssen Lehrkräfte denn eigentlich können? Was ist denn sozusagen die Voraussetzung? Und auch das ist nicht so einfach. Man hat ja gehofft, dass sich das Problem biologisch löst. Also die jungen Lehrkräfte sind ja alle Digital Natives und wenn sie dann alle raus sind, kommen die Jungen rein und es läuft. Das ist aber nur eine Komponente, es ist eine Voraussetzung. Also wenn ich selbst nicht medienkompetent bin, wird es ein bisschen schwierig, aber es ist keine hinreichende Bedingung, sondern ich muss was über didaktische Kompetenz verfügen, ich muss über Einsatzmöglichkeiten des Lernens mit digitalen Medien verfügen, ich muss über Medien reflektieren können, ich selbst, und muss es wissen, wie ich mit Schülerinnen und Schülern über Medien reflektiere. Und weil das alles so kompliziert ist, muss das eingebettet sein in Organisationsentwicklungs- oder eben Schulentwicklungsprozesse. Und da steht es zumindest nach unseren bisherigen Untersuchungen nicht wirklich so weit, wenn man das so ausdifferenziert. Das sind Zahlen aus Untersuchungen Lehrkräfte in Grundschulen und an weiterführenden Schulen. Und wir haben gefragt, habt ihr medienpädagogische Kompetenz nur auf diese zwei Felder bezogen, Erziehung und Didaktik, in eurem Studium gemacht? Das waren diejenigen, die im Referendariat waren. Kann man sagen, 35 haben sich mit Lernen über Medien und 50% mit Lernen mit Medien beschäftigt. Im Bereich der 1 bis 4 Dienstjahre, die also quasi junge Lehrkräfte sind, deutlich schlechter bei den weiterführenden Schulen. Und die schon älter sind, deutlich abnehmend. Jetzt gibt es daraus zwei Schlussfolgerungen. Das eine ist, dass die Angebote gab es noch nicht, also wo haben sie sich die erworben? Fast immer autodidaktisch oder mit Peers. Also der Erwerb von diesen Kompetenzen findet persönlich, privat im Austausch mit Fachkollegen und Kolleginnen in der Schule oder auch außerhalb der Schule statt. Und bei dieser Zahl kann man natürlich sagen, Mensch, 50% haben im Studium gelernt, wie man mit digitalen Medien besser Unterricht machen kann. Und die anderen 50% haben es nicht gelernt. Ich kann Ihnen in Bremen sagen, Sie gehen zu unserem Physiker, erste Sahne. Sie gehen zu unserem Deutschdidaktiker, keine Sahne. Und so punktuell und sporadisch ist das auch insgesamt an den Universitäten. Letzter Gedanke. Das alles funktioniert nur dann, wenn grundlegende Einstellungen und Orientierung sich verändern. Und es ist eben nicht gemacht mit dem Digitalpakt und jeder kriegt jetzt sein Tablet. Das ist, glaube ich, für Sie als Schulleitung jetzt auch nicht wirklich eine neue Erkenntnis, denn Sie sind ja in diesem kontinuierlichen Prozess, auch Ihr Kollegium mitzunehmen, Eltern mitzunehmen, Schüler mit Verwaltung mitzunehmen und so weiter. Aber diese zugrunde liegenden Einstellungen und Orientierungen sind ganz stark verhaftet, insbesondere in der Gruppe von Lehrkräften, aktiven wie zukünftigen. Also es gibt einige Untersuchungen, die sehr viel über dieses, Sie nennen das soziokulturelles Kapital, nachdenken, die diese spezifische Gruppe hat. In unseren Untersuchungen gab es 4, wir nennen das mal ganz sozusagen konträre Perspektiven. Lehrkräfte wünschen sich mit digitalen Medien Erleichterung, Wunsch nach positiven Rationalisierungseffekten, wie wir alle. Warum sollte ich das tun, wenn ich davon nichts habe? Gleichzeitig erkennen sie den Zusatznutzen nur selten. Warum soll ich es dann tun? Auch das ist
unabhängig von der Profession völlig selbstverständlich. Das ist zu überwinden, weil es eben dauert, bis solche Einstellungen sich verändern. Zweites Differential, Medien bergen Gefahren, ist also, da ist was draußen, also ist Medienerziehung wichtig, aber das sollen gefälligst die Eltern machen. Damit können, wir sind überfordert mit dieser Frage, wie wir Medienerziehung in Unterricht und Entwicklung bringen. Und dritter Bereich, das Leitmedium der Schule sei nach wie vor das Buch, die Zeitung, das Fernsehen. Digitale Medien kommen. Die Lehrkräfte bereiten sich selbst gerne mit Wikipedia auf ihren Unterricht vor. Sollten das ihre Schülerinnen und Schüler tun, dann ist das natürlich nicht gut, weil die das ja noch nicht so differenziert können wie Sie vielleicht. Und last but not least, Medien haben ein großes Potenzial. Überall, alle Befragungen, alle Interviews, alle auch Beobachtungen, die wir machen, auch in Kollegien, großes Potenzial. Aber nach wie vor ist die Face-to-Face-Kommunikation extrem wichtig. Man hat Angst vor Kontrollverlust. Einige Aussagen, auch aus Interviews mit Lehrkräften, die sehr prägnant dabei sind. Wir sind Lehrkräfte geworden, um mit Menschen zu interagieren, nicht mit Maschinen. Das sind grundlegende Einstellungen, Orientierung. Die kann man nicht einfach wegwischen und sagen, sollen sich halt dran gewöhnen. Das funktioniert so nicht. Und Sie haben auch keine Mechanismen, hier eine Veränderung aufzuoktroyieren. Insofern gehen wir zum Ausblick und dann in die Diskussion. Die Digitalisierung geht nicht mehr weg. Ich glaube, das haben Sie heute Morgen auch schon diskutiert. Es gab immer mal wieder die Hoffnung in Schule, aber nicht nur in Schule, ich glaube auch in vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, einfach wegducken. Also so ein bisschen, ne? Und dann geht es so die Welle drüber hinweg. Ich fürchte und hoffe, beides, die geht nicht mehr weg. Und wir gucken dann immer mal gerne nach USA. Was sind denn da die neuesten Trends? Das ist der sogenannte Horizon Report, der immer so prognostiziert, was in den nächsten Jahren für Technologien auf Schule und Bildung zukommt. Das ist die Ausgabe für Schule, es gibt es auch für die Universitäten. Und in einem Jahr oder weniger werden sich Makerspaces und Robotics in den Schulen selbstverständlich darstellen. Wer von Ihnen hat einen Makerspace? Wer von Ihnen nutzt Roboter? Ein paar. Also wir sind in Deutschland da vielleicht noch nicht so weit. Aber es geht noch weiter. Technologien, die Lernanalysen automatisch durchführen und individualisieren können. Die Technologien werden in 2 bis 3 Jahren und virtuelle Realitäten, Sie kennen alle diese Datenbrillen, werden in Schule eingesetzt werden und in 4 bis 5 Jahren, also fast schon Utopia, die künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge, also Sensorik-Baukästen, mit denen Sie Temperaturmessungen machen können, dann die Jalousien runterschalten können, werden in Schulen selbstverständlich sein. Das ist Prognose, durchaus gefärbt durch amerikanische Brille, aber mit der kann man sich ja durchaus auch immer mal wieder auseinandersetzen. Und wovon ich sehr überzeugt bin, dass sich die Datafizierung, und ich habe sie nur in 2 Teilen angedeutet, die wird eher zunehmen. Die Sammelwut des Staates, vor allen Dingen aber auch privater, wird deutlich weiter zunehmen. Und genau in diesem Feld stehen wir erst am Anfang. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Fazit. Also, digitale Spaltung gibt es heute sowieso schon und die Chancen waren schon immer ungleich verteilt und es zieht sich entlang bestehender Ungleichheiten. Die soziologische Forschung kennt diese gerade Bildungsungerechtigkeiten schon immer und diese, die wir durch die Digitalisierung vorantreiben, ziehen sich sehr stark entlang dieser Gruppe. Es gibt immer wieder die Hoffnung, dass digitale Medien Potenziale haben, um Schülerinnen und Schüler, die schwächere Lernleistung bisher haben, zu fördern. Es gibt aber keine empirischen Evidenzen, dass das wirklich funktioniert. Das hat viel mit anderen Faktoren zu tun. Und am Ende, Sie alle kennen die Hattie-Studie, am Ende ist das die Persönlichkeit der Lehrkraft. Und dann wird es schwierig mit anderen Mechanismen. Zweitens, ich glaube, man ist sich mittlerweile einig, dass die Schule hier so eine Art von Equalizer-Funktion hat, dieses sozusagen ein Stück weit auszugleichen, zumindest solange die Schülerinnen und Schüler noch in ihrer Pflichtschulzeit sind. Dem wird ja die KMK zumindest erstmal in ihrer Strategie, das müssen wir umsehen, wie die Umsetzung ist, gerecht. Und was wir sehen ist, es ist punktuell, sporadisch, unsystematisch. Das können Sie von Schule über
Schulregionen, über Bundesländer bis zum Bund, in Universitäten, in der Lehrerbildung, im Referendariat, können Sie das sozusagen durchbuchstabieren. Sie finden immer wieder fantastische Ansätze. Wenn er auch immer gefragt, gibt es nicht tolle Schulen in Deutschland? Klar gibt es tolle Schulen, die machen das super. Und dann gehen wir 3 Straßen weiter und da ist nichts. Und das ist irgendwie auch eine digitale Spaltung, wo wir eine Verantwortung haben. Und ich glaube, diese Systematik wird ein Stück weit auch mit diesen großen Würfen von Bund und Ländern zustande kommen. Und drittens, und das ist, was ich mit den Einstellungen und Orientierungen nochmal deutlich machen wollte, es ist ein langfristiger Entwicklungsprozess. Sie haben ja auch Workshops und Frau Eichelmann wird morgen nochmal zu Schulentwicklung was sagen. Es ist Teil von Schulentwicklung und es geht eben nicht von heute auf morgen und man kann keinen Schalter umdrehen. Diesen Prozess machen im Moment alle mit, die mit der Digitalisierung zu tun haben, auch klein- und mittelständische Unternehmen, die sich jetzt auf die Digitalisierung machen und glauben, sie könnten sozusagen von einem zum anderen Jahr plötzlich zu digitalen Superstartern werden. So funktioniert das nicht. Langer Atem und ich glaube im Bildungsbereich tun wir gut daran, auch ein Stück konservativ zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, und ab und zu mal ein bisschen Ruhe bewahren, aber nicht ducken. Das wird nicht funktionieren. Herzlichen Dank. Dankeschön, Professor Breiter. Ich wandle mal absichtlich so sichtbar, dass Sie alle sehen, hier steht jetzt das Mikrofon für Ihre Fragen oder Bemerkungen zu dem Vortrag. Und Sie sind herzlich eingeladen, denn ich kann mir vorstellen, da tun sich ein paar Fragen auf. Sind Sie so nett und gehen rüber zum Mikrofon, damit Sie von allen... Eine kleine Frage. Wie hätten Sie denn auf Ihre Kahoot-Fragen? Haben es alle mitbekommen? Wie hätte er Kahoot beantwortet? Wie hätte ich Kahoot beantwortet? Ich wäre wahrscheinlich, also ich müsste mich ja auch entscheiden, wie das so ist bei Wahlen. Ich hätte mich für die Lehrerbildung entschieden. Aber es ist wirklich das Dilemma. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir machen Lehrerbildung intensiv, die Länder kümmern sich, dann fehlen die Geräte in den Schulen, es gibt kein Breitband, dann machen wir was in dem gerade bei der Fortbildung, bei Ausbildung ist ja, die sind ja erst in 7 Jahren in der Schule. Dauert ja noch, aber jetzt, dann machen wir was, das können die nicht einsetzen, es fehlen die Verbindlichkeiten in den Bildungsplänen, ne? Wenn man das nächste nimmt, dann, wir wissen alle, wie wichtig die Kerncurricula sind in ihrer aktuellen Praxis. Das dritte ist genau Ausstattung, wenn keine Medien da sind, genau, das ist Nummer 4, dann freue ich mich zwar, dass ich jetzt weiß, wie ich mit Medien arbeiten kann und mit offenen Bildungsressourcen, wie ich sie sogar selbst erstellen kann, habe ich gelernt in der Fortbildung, super. Aber es funktioniert. Das macht die Sache für Politiker so schwer greifbar, weil ich kann eben nicht eins rausnehmen. Ne? Und deswegen war natürlich ein bisschen provokativ zu sagen, wir müssen sich für eins entscheiden. Aber wenn ich, wahrscheinlich würde ich dann die Lehrerbildung nehmen. Aber ich glaube, es reicht eben, nein, ich bin sicher, es reicht nicht. Zumal Sie ja auch gesagt haben, das sind Sachen, die müssen gleichzeitig passieren. Ich hatte irgendwie dieses Bild von Jonglage vor Augen und man sagt ja immer, man muss die Bälle in der Luft halten. In diesem Fall müssen die ja aber alle gleichzeitig in der Luft sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen jongliert. Ich glaube, das ist nicht möglich. Aber die Wechselwirksamkeit, die funktioniert offensichtlich dadurch, dass man sich mit allen beschäftigt. Ich war mir zwischendurch nicht ganz sicher. War das jetzt Ihr Fachbereich IT oder Sozial- und Politikwissenschaften? Beides. Offensichtlich. Beides. Das finde ich sehr schön, dass es in diesem Fall so verzahnt ineinander geht. Meine Erwartungen sind tatsächlich weit, weit, weit übertroffen. Ich meine, Sie sind diejenigen, die was zu erwarten haben. Aber auf die Art und Weise ist digitale Spaltung ja wirklich nochmal viel, viel, viel breiter dargestellt, als eben nur, habe ich es oder habe ich es nicht. Gibt es von Ihrer Seite... Ich gehe in diese Digitalisierung auch mit enormen Ängsten rein. Und es gab vorhin so ein Beispiel, das ist ja nur ein kleiner Moment, wo Sie diese Kurve der Lehrerin gezeigt haben, sozusagen, wo sozusagen Ihr Unterricht bewertet wurde und wie sie das gemacht hat.
Und ich merke, dass sowohl ich in diesen Ängsten bin, aber auch viele Kollegen und Kolleginnen. Denn wir hatten vorhin ja auch schon diese Fake News und so weiter. Und ich habe die große Sorge, dass ich, wenn diese Digitalisierung kommt, dieses Ducken, das ist mir völlig klar. Aber ich habe Angst, dass so eine Welle kommt, die mich sozusagen mitspült. Und ich in meiner Position als Schulleiterin erlebe es ja jetzt schon auch in den Chats, die die Kinder haben, all dieses Mobbing, ein großes Thema ja auch hier. Und fühle da manchmal eine große Angst und hoffe, dass ich irgendwann auch durch solche Tagungen natürlich wieder gestärkt aus solchen Sachen rausgehe. Aber ich merke, dass auch bei den Lehrern große Ängste sind. Wie gehen wir nämlich damit um, mit diesen Dingen nachher Transparenz und etwas niedergemacht zu werden, wo wir uns engagieren? Das finde ich mit großen Ängsten, die sehe ich da schon. Überforderung, Datafizierung. Absolut. Und vielleicht, also dafür gibt es ja keine, ganz sicher keine einfache Antwort, wie man diese Ängste überwindet. Das ist aber eben auch die Frage von Einstellungen und die dauern eben lange, bis sich Einstellungen verändern. Die Frage ist ja auch, in welche Richtung sie sich verändern müssen. Aber ich würde nochmal zurückverweisen auf diese Studie der beiden Engländer über die USA. Was war ja die Quintessenz? Bildung. Und die würde ich jetzt mal weiterführen, eben auch Erwachsenenbildung, ne? Also sich klar machen, was geht, was sind die Grenzen, was geht nicht. Und das betrifft sie individuell durch solche Veranstaltungen, aber es betrifft natürlich auch das Kollegium. Ne? Also das ist, glaube ich, die einzige Chance, um nicht das Gefühl zu haben, von so einer Welle überspült zu werden. Aber das kommt schneller, als wir alle denken. Und ich denke, also dafür ist jetzt Bildung im doppelten Sinne, ne? Also auch für uns alle. Also mir geht es ja auch nicht anders. Ich spreche jetzt nicht nur ironisch von meinen Studierenden, die das alle können, aber das Abgeben von Kompetenzen an Lernende, das mag jetzt bei meinen, die sind ein bisschen älter, obwohl die sind ja auch schon zum Teil unter 18, die zu uns kommen, aber das Abgeben, das hat natürlich auch ganz viel von Selbstverständnis von Lehrenden und Lehrer-Schüler-Verhältnis zu tun. Das wird uns noch weiter sozusagen rumtreiben und ich glaube, unsere Kern, oder würde ich mal sagen, wirklich auch unsere Kern als Aufgabe als Lehrende, und da würde ich mit einem Hochschullehrer mit dazu rechnen, ist eben gerade diesen Bereich von Reflexion, kritischem Umgang damit, da können wir noch was sozusagen bewirken in dem instrumentellen Umgang, also zumindest mit meinen Studierenden, die hängen mich immer ab, aber das ist nicht meine Aufgabe. Also, und das ist, aber das ist ein ständiger Austausch und das haben sie mit ihren Eltern, das ist ja die nächste Gruppe, ne? Die Eltern. Das letzter Satz dazu, meine Prognose, deswegen habe ich das nochmal mit der Datafizierung genommen. Natürlich ist das amerikanische Beispiel extrem, da schluckt man erstmal massiv. Aber auch hier wird mit der zunehmenden Datafizierung von Schülerleistungen, ne, also alle Tests, diese Iglo, Lau, Element, Markus, Vera, you name it, kennen Sie alle. Dadurch werden bestimmte Elterngruppen hoch interessiert an den Ergebnissen der Schule. Und dann kann man, und dann gibt es gibt ja schon private Dienstleister, die die Daten dann so aufbereiten. Es ist offene Daten, man kann die Daten nutzen, die werden aufbereitet und plötzlich kriegen wir Rankings, ohne dass sie kontextualisiert sind und ohne dass sie mitspielen. Da müssen wir uns spätestens einmischen. Und da wird nicht der Personalrat reichen. Aber da ist ja die Frage, ob man nicht genau mal dahin guckt, wo es vielleicht anderswo schon wehtut und hier vielleicht auch irgendwann wehtut, nämlich die Frage, wenn das in Amerika schon so ist, dass die Gehaltsdimensionen abhängig davon sind, wie mein Ranking ist, wie wahrscheinlich glauben Sie, ist das, dass das in 5, in 10 Jahren hier auch ein gängiges Mittel ist? Vielleicht nicht unbedingt in der Gehaltsabwicklung, aber in dem, schickt mein Kind nur dahin, wo die Lehrer so ein Ranking haben. Das tun wir ja jetzt das schon. Das tun wir im Prinzip. Wir tun das ja jetzt schon. Wir haben ja Daten, also da ist es jetzt eine Steilvorlage, könnte ich Ihnen das aktuell mein Forschungsthema zur Frage, wie gehen Schulen, Lehrer, Eltern, Öffentlichkeit mit diesen Daten um? Und wir tun das ja jetzt schon, das wissen Sie, wenn Sie alle Kinder haben, welche Schule suchen wir aus, ne, das ist Hörensagen, aber immer mehr wird auf Schulwebseiten geguckt, wie aktuell sind die, was bieten die denn an, ne, das ist alles Daten. Also das ist noch, also das ist gar keine Zukunft. Nein, da kommen Leistungsdaten, das ist schon da. Ne, wir haben Schulen in Bremen, die haben ihren PISA-Score veröffentlicht, der macht überhaupt keinen Sinn, aber der war auf jeden Fall höher als der Durchschnitt. Und da haben sie gesagt, wir sind eine super Schule, weil PISA nicht so gemacht ist, dass man das auf individuellen Schulen zurückbricht. Aber das wird kommen und ich warte auf die erste Klage von Eltern auf Herausgabe von Schulleistungsergebnissen von Vera. Ich warte nur drauf und in Bremen würden sie gewinnen. Machen Sie es nicht. Es ist keiner darauf vorbereitet, aber in Bremen würden sie gewinnen. Wir haben ein Informationsfreiheitsgesetz, ein Transparenzgesetz. Der Staat muss vom Staat erhobene Daten natürlich anonymisiert. Das ist klar.
muss rausgeben. In Berlin hatten sie das auch schon mit Schulradar und Spick mich. Also insofern, wir sind nicht so weit weg. Aber wir haben noch Gestaltungshoheit. Noch haben wir Gestaltungshoheit, zum Beispiel solche Veranstaltungen. Und noch ein Riesenteil, mit dem Sie sich in den Workshops und den nächsten anderthalb Tagen beschäftigen können. Professor Breiter, vielen Dank. Das ist ja ein Tag oder es sind zwei Tage, die folgen dann schon auch einer relativ dichten Struktur, orientiert natürlich an den Pausen, ist ja völlig klar. Und bevor ich Sie dann in die Mittagspause entlasse, noch der kurze Hinweis. Also da das so strukturiert ist, möchten wir gerne, dass Sie am Ende des Tages die Chance haben, etwas völlig Unstrukturiertes zu machen, etwas völlig Spontanes, etwas, was sich Impro-Theater nennt. Und wir sind sehr, sehr froh und glücklich, dass wir die Gorillas für die Veranstaltung gewinnen konnten. Sie können das Team sowohl erleben, ich weiß nicht, wer sich jetzt schon angemeldet hat für die Abendveranstaltung, das können Sie aber noch tun, denn der Empfang ist besetzt und dann können Sie sich noch dazu melden. Essen und Getränke sind genügend da, aber Sie können das Team auch unterstützen. Also nicht nur anmelden, sondern Sie können sozusagen erstmal schon ein bisschen mitgestalten, was dann da passieren wird. Da draußen steht eine blaue Box und ich wollte eigentlich zwei Zettel mitbringen, habe ich jetzt vergessen, aber da sind zwei verschiedene Fragestellungen. Welchen Satz möchten Sie im Bereich Digitalisierung in der Bildung häufiger mal hören? Von wem auch immer? Und welchen Satz möchten Sie eigentlich überhaupt nicht mehr hören? Das sind so ungefähr die Fragestellungen. Und wenn Sie sich so in den nächsten Stunden immer mal wieder mit der Frage beschäftigen und dann ein Zettelchen in die Box schmeißen, dann sind die Kollegen... Oh, ist das süß. Danke, Frau Bachert. Vom Lisum meine Erinnerung, mein Kalender, alles Mögliche. Herzlichen Dank. Also, ein Satz, den Sie im Zusammenhang mit Digitalisierung nicht mehr hören können. Ein Satz im Zusammenhang mit Digitalisierung, den Sie künftig öfter hören wollen. Aber an der Stelle auf jeden Fall, die Gorillas sind Ihnen sehr, sehr ans Herz gelegt und sehr empfohlen zu erleben. Genauso wie das Mittagessen und wir sehen uns um 13:30 Uhr wieder. Tschüss.